Paar. Also das sind so die Hauptdarsteller der Freunde, der Boyfriends. Und ich glaube, dass ich Spencer und Toby am meisten mag, weil die halt eine extrem enge Beziehung haben und das bei ihnen so, keine Ahnung, die können auch über alles reden, nicht und die können nie ernst werden. Oder wie Arya und Ezra, dass sie nur über ihre komischen Probleme reden, sondern die sind schon die perfekte Darstellung einer Beziehung. Nummer 4. Wer steht deiner Meinung nach hinter Allisons Tod? Also, ich bin ziemlich weit, dadurch, dass ich halt auf Englisch gucke und ich bin jetzt schon am Ende der 5. Und im Fernsehen, glaube ich, läuft die 2. Es geht halt immer so ein bisschen verloren. Das heißt, in einer Folge hat man die Vermutung auf den und den und dann in der nächsten der und der. Aber ich würde es witzig finden, wenn Allison das selbst inszeniert hätte. Ich glaube, es ist Redcoat, was damit zu tun hat. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil sonst, ihr werdet es schon sehen, ich will nicht so viel spoilern. Und sonst, keine Ahnung, es wäre auch cool, wenn Ezra irgendwas damit zu tun hätte. 5. Wer sollte deiner Meinung nach A sein? Also auf jeden Fall Allison, weil von Anfang an stand die Vermutung und ich war mir auch ziemlich sicher, im Endeffekt zeigt sich auch immer mehr, dass es Allison sein könnte. Ist halt noch nicht sicher, ne? Das wechselt sich immer mehr. Oder ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es jemand ist, der bis jetzt noch gar nicht vorgestellt wurde. Also irgendjemand Geheimnisvolles. Nummer 6. Welchen Charakter siehst du am ähnlichsten? Ich würde sagen Hannah. Hannah! Oh, ich denke mal Hannah. Und ja, ungefähr. Also ich glaube schon. Frage Nummer 7. Was ist deine Lieblingsszene? Also, es ist halt so eine Sache, eigentlich habe ich keine Lieblingsszene, weil im Endeffekt, das ist eh immer in dem Moment und danach ist wieder vorbei. Das ist jetzt halt extrem weit, deswegen egal, ich sag's einfach. Irgendwann wird Ezra irgendwas sehr, sehr Hintergangvolles machen. Gibt es das Wort? Keine Ahnung, halt sehr, etwas sehr Hinterlästiges. Und dann machen Arya und Ezra Schluss. Schluss! Ja, toll! Nein. Und dann, in dem Moment ist es so extrem creepy, weil ihr kennt Arya, die macht immer so, wenn die sauer ist auf einen oder wenn die sauer ist auf einen oder wenn die gerade voll hysterisch wird. Und in dem Moment, wo die sich so zoffen und auf so einer wie beim Skifahren, diese komischen Schaukeln, die so voll sind, dann fahren sie so runter ins Tal. You know? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn die dort halt so voll diskutieren und die voll Angst hat, dass er sie umbringt. Nein, tut er natürlich nicht, aber ja, diese Szene fand ich cool. Nummer 8. Was denkst du, wer hinter dem A-Team steckt? Da verliert man völlig den Überblick, also boah, das ist voll kompliziert, irgendwie mal ist es der, mal kann es einer von den Mädchen sein, mal ist das irgendeine alte Olle, also da kann ich ehrlich nichts sagen, weil es ist so lange her, dass man die offensichtlichen Leute gefunden hat, dass es dann immer wieder verwirrend ist. Meine liebste Frage, Nummer 9. Was denkst du, welches Mädchen wurde am meisten verletzt durch A? Was es angeht, also ich finde krass, dass mit Hannah, also dass ihre Mom fast ins Gefängnis musste, ist echt, also vor allem durch einen Menschen, den man einfach nicht herausfinden kann, ist das echt krass. Ansonsten, ich finde bei Spencer, das hat sie nicht wirklich viel verletzt, es war eigentlich nur die Wahrheit. Also ich meine, im Endeffekt war es ja auch, sondern schon Sachen im Voraus und sowas und sie hat sie einfach erkundet und dann dadurch war sie voll boom und ja. Aber am meisten finde ich Emily, weil sie extrem viele Tode, extrem viele Streits, extrem viele Panik hatte, was einfach durch A und ich glaube echt, dass sie am meisten getroffen wurde von dieser Person. Welchen Style der Mädchen, achso, Nummer 10. Welchen Style der Mädchen magst du am meisten und welcher ist dir am ähnlichsten? Also, was das angeht, Hannah, glaube ich, weil, also, sie wird irgendwann in der Serie ein totales Makeover haben, dann wird sie voll zum Grungy Girl und dann nur RIP, dann, also ich, das ist mir dann schon neigisch, aber davor, also jetzt am Anfang bis zur 4., 5. Staffel, ist auf jeden Fall Hannah, weil ich finde, Spencer ist mir zu spießig, Emily ist mir zu sportlich und Arya ist zu crazy, was das angeht. Also die ist jeden Tag total verschieden. Und ich glaube, Hannah sieht halt einfach immer stylisch aus, egal was sie anhat. Vor allem, also ich habe mich immer schon gefragt, ey, wer geht denn bitte schon so zur Schule? Also die sind extrem so, die tragen High, die tragen Kleider, die tragen extreme Ketten, Blazer und was weiß ich. Aber im Endeffekt finde ich Hannah doch richtig geilen Style.
Nummer 11. Wieso mache ich so? Egal. Wer ist ein Schwarm der Seele? Also am Anfang war es mal Caleb. Nach einer Zeit verändert sich halt irgendwie ein bisschen. Und dann eine Zeit lang hat dann Hannah einen neuen am Start und der heißt Travis. Und den finde ich extrem süß, sympathisch. Nochmal, Anna, ich bin irgendwie im Arsch. Numero 11. Wer ist dein Schwarm der Seele? Also mein Schwarm der Seele war bis jetzt immer Caleb. Ich weiß gar nicht wieso. Ich fand